Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei der ersten virtuellen Immobilienmesse Deutschschweiz. Herzlich willkommen zu einem neuen Videobeitrag. Ich begrüße recht herzlich bei uns Francisco Fernandez. Er ist Serial Entrepreneur mit Beteiligungen an ganz verschiedenen Unternehmen aus verschiedenen Bereichen. Vielen ist er sicherlich ein Begriff als Founder und Chairman von Avaloq. Und er ist auch ein Experte für technische Entwicklungen im Finanzbereich und nicht zuletzt auch im Immobilienmarkt. Herr Fernandez, beginnen wir vielleicht mit einer Größeneinordnung. Der Immobilienmarkt, der weltweite Immobilienmarkt, ist riesig groß. Ungefähr geschätzte 220 Trillionen Dollar. Das im Vergleich, der ganze Stockmarkt ist rund 80 Trillionen Dollar. Wie ist dieser Markt zu beurteilen, hinsichtlich zum Beispiel auch dem Stichwort, naiv gesagt, der Nutzerfreundlichkeit? Also mich fasziniert die Immobilienbranche, weil es ein irreproducible Asset ist. Das heißt, Land gibt es beschränkt und ich liebe eigentlich Assetklassen, die eine unbeschränkte Nachfrage, aber ein beschränktes Angebot haben, weil das langfristig die Preise nach oben treibt. Die Immobilien als Assetklasse, haben Sie richtig gesagt, ist die größte Assetklasse der Welt und es ist gleichzeitig die illiquideste und ineffiziente Assetklasse der Welt. Und wir haben uns bei Crowdhouse auf die Fahne geschrieben, genau das zu ändern. Und das fasziniert mich, eine große Aufgabe, a great purpose, wie die Amerikaner sagen. Das ist für mich immer etwas Wichtiges, wenn ich ein Unternehmen gründe oder mich mit einem Unternehmen verbinde, dass das Why, warum existiert die Firma, dass dahinter ein Vorhaben da ist, wo ich sage, oh wow, das macht Spaß. Sie haben es gesagt, Sie sind auch beteiligt bei der Firma Crowdhouse. Sie haben sich auf die Fahne geschrieben, diesen Markt zu ändern. Wo beginnt man da? Oder anders gefragt, was müsste sich grundsätzlich in diesem Markt ändern, dass er eben effizient wird? Also wenn Sie diese Assetklasse anschauen, viele Immobilien sind Millionen schwer. Und da kann man sich überlegen, wer kann eine 20 Millionen Immobilie oder darüber kaufen. Das heißt, diese Assetklasse ist reichen Menschen vorbehalten oder institutionellen Investoren. Aber eigentlich hat jeder Mensch, sollte das Recht haben und die Möglichkeit, an diese Assetklasse heranzukommen, weil sie wirft entsprechend gute Renditen ab. Es ist ein Bedürfnis von jedermann. Aber diese Assetklasse steht der breiten Bevölkerung nicht zur Verfügung. Das können wir ändern, indem wir dasselbe machen, wie wir bei Unternehmen gemacht haben. Sie können auch schon bei 5.000 Franken ein Stück in ein Unternehmen investieren, dann gehört Ihnen ein Stück eines Unternehmens. Und das ist ja auch eine komplexe Assetklasse. Ein Unternehmen ist nicht weniger komplex als eine Immobilie, aber bei einer Immobilie können Sie nicht sagen, ich will 5.000 Franken in diese Immobilie, in diesen Mehrfamilienblock investieren. Aber wenn Sie jetzt das fraktionieren, was eine Aktie für eine Unternehmung könnte ein digitales Token sein, also auch eine Fraktion einer Immobilie, und plötzlich wird das als Investment zugänglich für jedermann. Das haben wir mit dem Produkt Miteigentum bei Crowdhouse umgesetzt. Das war der erste Schritt. Leider lässt der Regulator noch nicht zu, dass man das komplett digitalisiert. Die Technologie wäre da. Aber der Regulator muss da noch einige Sachen ändern, damit man das auch bei Immobilien machen kann, ein sogenanntes Token oder ein Crypto-Coin, das eine Fraktion eines Immobiliums repräsentiert und dann über elektronische Börsen handelbar macht. Man kann das dann effizienter speichern in einem Bankenportfolio oder in einem sogenannten Electronic Wallet. Wir können es effizienter speichern, handeln, transferieren, Handänderungen machen innerhalb von Sekunden. Da muss nicht nur der Regulator mitmachen. Wenn ich heute die Schweiz anschaue mit dem ganzen Grundbucheintrag, der notariellen Beglaubigung und so weiter und so fort, dann ist das noch pro Kanton zu Kanton verschieden oder pro Gemeinde, von Gemeinde zu Gemeinde verschieden. Da gibt es noch unglaublich viel Potenzial, um das effizienter zu gestalten. Sie haben die Technologie angesprochen, die Tokenisierung. Man hört immer wieder Immobilien und Blockchain, das passt wie die Faust aufs Auge. Wieso ist das so? Wieso ist diese Technologie so prädestiniert, gerade für den Immobilienbereich? Also generell ist diese Technologie für jedwede Assetklasse
ideal. Weil, wie gesagt, man kann sicherer, schneller, billiger und fehlerfreier irgendwelche Assets speichern, transferieren, handeln, austauschen. Gilt für eine Aktie, wie für eine ETF, wie für eine Währung, wie auch für eine Immobilie. Das Spezielle an der Immobilie ist, wie gesagt, wir haben etwa 400 Trillion Wealth, also Vermögenswerte auf dem Planeten. Rund 40% davon sind sogenannte Unbankable Assets. Das heißt, man hat keinen effizienten Zugang zu diesen Assetklassen. Die Tokenisierung hat das Potenzial, diese Vermögenswerte, die heute nicht bankable sind, also nicht in Wertpapiere umgewandelt werden können und handelbar sind und accessible, über digitale Tokens sogenannt bankable zu machen. Das heißt, wir reden von einer 200 Trillion Opportunity. Classic Cars, Immobilien, Kunst, IP-Rechte und viele andere Assetklassen zu digitalisieren und so ins Bankensystem einzubringen und somit auch den Zugang zu dieser Assetklasse zu demokratisieren. Die Immobilie ist einfach unter all diesen Non-Bankable Assetklasse die größte. Sie haben es angesprochen, wir alle brauchen Immobilien, hauptsächlich um darin zu wohnen, hauptsächlich um darin zu arbeiten. Jetzt wohnt, ist der Schweizer seit jeher, die Schweiz ist seit jeher ein Volk von Mietern und wir arbeiten im Büro. Es steht aber nicht auf in Stein gemeißelt, dass das für immer so bleiben wird. Wir haben zum Beispiel Corona, Stichwort Homeoffice gesehen, hoppala. Der ganze Bereich des Arbeitens könnte sich ja auch rein strukturell verändern. Das Gleiche könnte man eventuell auch vom Wohnen annehmen. Gibt es da irgendwelche Tendenzen, wo man sagen könnte, okay, da wird sich der Markt strukturell verändern? Ich glaube, bei den Gewerbeimmobilien definitiv. Wir haben gerade da ein großes Gebäude, wo die Avaloq drin arbeitet. Wir hatten jetzt 2000 Leute ins Homeoffice geschickt während der Covid-Zeit. Und als meine Kollegen mir gesagt haben, jetzt können wir back to normal, habe ich gesagt, no, not back to normal, back to the future. So, das heißt, wir müssen jetzt unsere Lektionen aus der Covid-Zeit nutzen und sagen, hey, was kann man effizient mit digitalen Medien, mit Zoom und Teams von zu Hause aus erledigen? Müssen wir wirklich so viel fliegen? Ich meine, letztes Jahr ging ich für eine 2-Stunden-Sitzung in Deutschland, war ich dann 4 Stunden an den Flughäfen unterwegs. Das kann ich heute anders erledigen. Ich wundere mich eigentlich, warum ich das nicht schon letztes Jahr so gemacht habe. Es ist mehr aus Gewohnheit. Da werden wir überdenken, wie wir in Zukunft arbeiten werden. Man kann den physischen Kontakt nie ganz ersetzen, aber man kann sehr selektiv sagen, was kann ich, wozu brauche ich physischen Kontakt und was kann man elektronisch lösen. Das wird einen großen Impact haben auf die Gewerbeimmobilien. Wo arbeiten wir, wie arbeiten wir? Die Arbeitswelten werden sich drastisch verändern. Wohnen muss ich aber immer noch. Also bei der Wohnimmobilie ist das anders. Da glaube ich, wird sich nicht allzu viel ändern. Ob weltweit eher ein Trend Richtung Besitz von Immobilien oder Mieten von Immobilien stattfinden wird, da glaube ich eher an das Mietmodell. Das passt sehr gut zur Sharing Economy. Wenn du ein beschränktes Budget hast, und das hat jeder, auch die Reichen haben beschränkte Budgets, und man sich fragt, wie kann ich das meiste aus diesem Budget rausholen? Im Moment, wo ich sage, ich muss alles besitzen, was ich nutze, hole ich nicht das Maximum raus. Also da muss man sich gut überlegen, wie mache ich meine Eigentumsallokation, was will ich genau besitzen und was will ich nutzen, muss es aber nicht besitzen. Ich habe vorher gesagt, dadurch, dass es eine Assetklasse ist, eine irreproducible, also nicht reproduzierbare Assetklasse ist, mit einem beschränkten Angebot und einer nicht beschränkten Nachfrage, gehen die Preise nach oben. Das heißt, per Definition werden sich eigentlich immer weniger Leute überhaupt Immobilienbesitz leisten können. Und von dem her, glaube ich, ist das Mietmodell nicht mal so schlecht. Also ich glaube eher, das Mietmodell wird eher wachsen, als dass jeder seine Wohnimmobilie besitzen wird. Also es wird eine Separation geben zwischen Immobilienbesitzern und Immobiliennutzern. Und das ist aber ein genereller Trend. Wenn ich auch an Mobility der Zukunft denke, muss ich ein Auto besitzen, um mobil zu sein? Antwort nein.
Vielleicht wird das institutionelle Besitzer von Automobilflotten sein, die einen Mobility Service organisieren und ich nutze auf der anderen Seite Mobilität und muss das nicht besitzen. Dann könnte man sich aber auch die Frage stellen, wenn eigentlich die Mobilität so einfach ist und eigentlich ich eh hinkomme, wo ich will, ohne dass ich zum Beispiel ein Auto selber besitzen müsste, dann spielt es auch nicht mehr so eine große Rolle, wo dass ich wohne. Es spielt immer eine Rolle, aber die Kriterien werden sich verändern. Es ist nicht mehr wichtig, wo ich wohne, weil ich vielleicht remote arbeite, also ich kann eine andere Distanz haben. Mhm. Auf der anderen Seite sieht man auch weltweit einen Urbanisierungstrend, weil man halt alles in ÖV und Gehdistanz erreicht. Das ist auch Lebensqualität, das ist Zeitersparnis. Zeit ist selber eine Assetklasse, die übrigens nicht reproduzierbar ist. Also man wird einfach den Kriterienkatalog, wie ich meinen Wohnsitz auswähle, wird sich vielleicht verändern, aber es wird immer wichtig sein. Also Location, 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 sagt man bei den Immobilien. Ja. Ich glaube, das ist richtig und bleibt richtig. Wenn wir ganz zum Schluss, eine vielleicht gemeine Frage, aber ich versuche es trotzdem, auch Sie haben nicht den Blick in die Kristallkugel, aber wenn ich Sie konkret fragen müsste, wie lange geht es noch, bis man in der Schweiz wirklich eine Immobilie effizient über die Blockchain kaufen kann, wie lange dauert das? Reden wir hier von 5, 10, 20 Jahren? Ich habe keine Kristallkugel, obwohl ich gerne mit der Kristallkugel spiele. Also ich denke sehr viel über sehr vieles nach und versuche mir verschiedene Zukünfte vorzustellen, weil ich denke, Zukunft ist nicht etwas, was mir passieren sollte, sondern ich möchte Zukunft gestalten. Trotzdem ist das Timing vorauszusagen ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn man sagen würde, was ist dein Wunsch oder was könnte passieren im Best Case, könnte das in 5 Jahren bereits der Fall sein. Die Schweiz ist tendenziell durch die basisdemokratische Struktur eher langsam in Veränderungen. Das heißt, es kann auch 10 Jahre dauern. Ich würde mir wünschen, dass es in 5 passiert. Sie haben gesehen, im Immobilienmarkt wird in den nächsten Jahren, ob früher oder später, sehr, sehr viel auf uns zukommen. Herr Fernandes, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Ich hoffe, Ihnen hat der Beitrag gefallen und wünsche Ihnen weiterhin eine schöne Zeit. Auf Wiedersehen. Ich bedanke mich auch. Bis bald.